Ja, so kurz nach dem Spiel ist es sicherlich nicht ganz einfach, aber wenn man die 90 Minuten betrachtet, dann muss man schon sagen, dass Mettchendorf hier nicht unverdient gewonnen hat. Wir haben die erste Halbzeit völlig verschlafen, waren zu keinem Zeitpunkt in der Lage, unser Spiel durchzudrücken, geschweige denn fußballerische Akzente zu setzen, und gehen natürlich durch ein extrem unglückliches Tor in Rückstand, schaffen es durch eine schöne Aktion zum Ausgleich zu kommen, und fast per Knopfdruck stellen wir wieder den Spielbetrieb ein, gehen eigentlich folgerichtig mit einem 1:3 Rückstand in die Halbzeit und haben eigentlich optimale Möglichkeiten, gleich nach der Halbzeit mit dem Anschlusstreffer hier nochmal alles nach vorne zu bewegen. Aber man hat heute gesehen, dass wir zu keinem Zeitpunkt des Spiels in der Lage waren, spielerische Akzente zu setzen, geschweige denn den Gegner fußballerisch unter Druck zu setzen. Mettchendorf hat es clever gemacht, hat es geschickt gemacht und hat eigentlich auch in der zweiten Halbzeit relativ wenig zugelassen, waren durch ihre Offensivbewegung, die sie dann noch gestartet haben, immer torgefährlich. Und unterm Strich muss man sagen, von uns war es viel zu wenig, um irgendwelche Ambitionen haben zu wollen. Schwer zu sagen, ob es eine Kopfsache ist oder woran es gelegen hat. Ich meine, wir schlagen uns natürlich mit Ausfällen, mit Verletzungen, mit angeschlagenen Spielern rum. Aber das soll keine Entschuldigung sein dafür, dass wir heute nicht in der Lage waren, Mettchendorf ein ebenbürtiger Gegner zu sein. Ich denke, man muss sagen, Mettchendorf hat das Spiel verdient gewonnen, weil sie halt eben in vielen Situationen einen Tick besser waren, einen Tick entschlossener zugeschlagen haben und unsere Fehler, unsere individuellen Fehler eiskalt genutzt haben. Folgerichtig muss man gratulieren, und für uns geht die Welt nicht unter. Ich hatte vor dem Spiel gesagt, heute wird nichts entschieden. Nur muss man ganz klar sagen, wenn wir nicht in der Lage sind, uns fußballerisch zu steigern, dann wird es schwer für uns, Ambitionen nach oben noch anzumelden. Aber wie gesagt, 6 Spiele sind noch zu spielen und die werden wir definitiv spielen, und andere Mannschaften lassen auch Punkte. Folgerichtig werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt. Also ich glaube, das 3-2 fand ich auch nicht ganz unverdient gewonnen, weil wir uns heute auch mal das Glück erarbeitet haben.
Und dann haben wir einfach die Tore mal gemacht und dann auch zum Schluss noch mal richtig gut dagegen gehalten. Kämpferisch, weil Christine war schön am Drücker und da haben wir gut dagegen gehalten. Und für mich geht das 3-2 eigentlich so in Ordnung.